Hallo, willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe, so gesagt. Mann, dieses Spiel heißt Good Game Mafia. Ich heiße Fabi Star mit Stufe 8. Ja, das hier kann man nur auf Jetzt-Spiele spielen, Good Game Mafia. Ja, das sowas ähnliches wie Shakes and Fidget. Dann zeige ich es euch auch mal, wie es geht. Ja, das ist sowas wie bei Shakes and Fidget die Taverne. Bei diesen hier, der Pate. Das ist, hier kann man sich die Quest. Das hier ist sowas wie Stadtwache. Und das sind aktive Quests, die man machen soll. Ja, heure Gilden, das mit der Gilde und sowas, verdiene Cash durch Schutzgeld und Bandenkriege. Ja, jetzt zeige ich euch, was ja sowas ist. Wie Arena. Ja, man kann nur da sehen, welche Stufe und sowas da schon ist. Ja, ich bin so Stufe 6, also greift mal den da an. Hier kann man auch noch sehen, welche Waffen der hat. Ja, das wird leicht, aber der hat viel Leben, also greift trotzdem mit allem an. Ja, erstmal hier einmal so Dynamitstange. Die klappt nur einmal im Kampf. Dann noch sowas. Ja, ihr könnt euch, ich lasse mal den Kampf so laufen, da seht ihr auch, was passiert. Ja, und da ist es auch anders. Das hier ist sowas, was ich jetzt habe, so Stufe Magier. Wahrscheinlich, das hier ist so jetzt eher Kundi. Ja, dann zeige ich euch noch hier so ein Survival, da greift man andere so an. Ja, das sind immer so weitere, ja, die sind auch anderes Level, dann überspringe ich mal immer so. Und am Ende konntet ihr sehen, wie viel Leben ich habe. Und hier XP, das ist meine Erfahrung, das Geld und hier noch diese Punkte, die braucht man für später. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, wie es gerade aussieht, ist es sehr gut. Hier kann man jetzt so sehen, das hier ist Krieger, das da ist Kundi, das hier ist Magier, kann man so sagen. Hier, dann greife ich bis 15 an. 15 habe ich noch nie geschafft. Deswegen wäre es sehr gut, wenn ich es schaffe. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Ausgewichen. Schaffe ich nicht. Ja, das habe ich doch. Ich schaffe es. Wow, gerade noch so geschafft. Ja, dort oben hier in der Leiste kann man sehen, wie viel man braucht. Bis zum Level Up. Ja, das hier sind Bandenkriege, sowas wie zweiter Dungeon. Dann gibt es hier, greife mal an, die sind aber stärker. Ah, es entscheidet nicht das Level, die sind richtig stark. Ja, aber hier bei den Duellen, erstmal ab Level 12, da kann man so welche machen. Das hier ist die Gilde, wie eine Familie zu gründen. Hier kann man auch eingeben, ich suche keine Familie oder man sucht eine Familie. Man kann erst ab Level 50. Das hier ist der Shop. Ja, man kann hier zum Beispiel auch Sachen hier verkaufen. Und wenn man diese Sachen mal 4 hat, dann kann man auch entscheiden, wie viele man will. Ja, hier wird auch dann immer der Preis geändert. Und verkaufen. Ja, diese neue Waffen, man sieht auch schon längs. Also diese Waffe ist genauso gut wie meine alte. Die hier ist besser. Und die ist auch besser. Ja, aber man kann immer noch gucken. So. Ja, das kaufe ich mir immer. Kaufe ich mir nochmal. Dann seht ihr auch, wie das ist. Ein paar Dynamitstangen. Hier sind noch mehr davon. Zum Heilen. Für mitten durch. Ja, Kiosk. Da kann man sich so Sachen kaufen. Dann verbessert man sich hier so in der
Ausrüstung. Das sind die Booster, zum Beispiel diese. Das hier habe ich noch 9 Tage und 6 Stunden. Hier steht auch der genaue Preis dafür. Ja, wenn man die Sachen gekauft hat, geht man hier auf Charakter. Dann kann man sich die Sachen anlegen. Dann hat man mehr davon. Und diese Kugeln hier, das verbessert mich auch noch in Angriff hier. Man braucht dafür eine Pistole, Maschinenpistole ist dafür da. Und ich habe hier eine Maschinenpistole. Also, ja, was habe ich noch nicht gezeigt? Ja, hier die Rangliste. Warte, hier nochmal. Rangliste, da kann man sehen, welche Stufe man ist. Vielleicht hat das eben behindert. Dann hier die Familie zum draufklicken. Hier der Shop. Hier die Bandenkriege. Hier sind die Duelle. Hier kann man die Quest machen. Und das hier war der Stadtwachentyp. Das hier ist der persönliche Charakter hier. Hiermit kann man sich auch noch skillen, aber es kostet auch so welches Cash. Zum Beispiel, ich skill mich. Jetzt konntet ihr sehen, das Cash geht langsam weg. Ja, jetzt habe ich ja nichts mehr dafür. Ja, der Preis bleibt hier und da steht die Verteidigung. Das hier bringt auch zum Beispiel sowas. Und meine aktiven Quests hier. Ja, hier ist der Nachrichtenbereich. Duelle, private Nachrichten, nix. Ja, da zeige ich euch mal. Hier im Kampf. Ja, da hat ein Schilling angegriffen. Ich war Stufe 15. Kein Wunder, dass ich verliere. Aber der hat eine sehr hohe Angriffskraft. Ja, da zeige ich euch auch, wie mal so eine Quest aussieht. Plus eine Energie mehr. Da kriegt man immer eine Energie. Da sieht man auch, was der Gegner ist. Hier auch, wie viel es dauert und wie viele Cash und sowas bekommt. Einfach nur drauf gehen. Hier ist der Barkeeper. Ja, dann machen wir mal hier eine Quest. Ja, ich bedanke mich. Ich werde dieses Video hochladen und bis auf Wiedersehen.